Herzlich willkommen zu Kurz erklärt Feuerwehrtechnik. Heute geht es um das Thema technische Hilfeleistung, Bereitstellungspläne. Und das Ganze machen wir hier anhand unseres Staffellöschfahrzeuges, unserem ersten Einsatzfahrzeug. Ja, zum Thema Bereitstellungspläne ist zu sagen, dass im Prinzip jede Feuerwehr das unterschiedlich aufbaut, die Bereitstellungspläne. Und es kommt natürlich auch auf die Einsatzlage an. Ja. Wir gehen jetzt von einem normalen Verkehrsunfall aus, wo vielleicht eine Person eingeklemmt ist. Anhand dessen bauen wir jetzt eine Bereitstellungsplane auf und erklären euch dann, wie sie halt aufgebaut ist, welche Teile wir drauf liegen haben und so weiter. Jetzt wollen wir euch die Bereitstellungspläne mal ein bisschen näher erläutern. Fangen wir direkt hier hinten an. Hier haben wir einen Dreifachbrandschutz, bestehend aus einem normalen C-Schnellangriff vom Auto und zwei Feuerlöschern, einmal ein Pulverlöscher und einmal ein Kohlenstoffdioxidlöscher. Je nach Einsatzlage kann man auch nur einen Zweifachbrandschutz aufbauen, also einen Schnellangriff und einen Feuerlöscher, Pulver, Schaum oder Kohlenstoffdioxid, je nach Wahl. Machen wir direkt hier vorne weiter. Hier haben wir diverse Sachen zum Unterbauen. Hier vorne haben wir die Step-Packs oder auch Lego-Steine. Und hier hinten haben wir noch Formholz, nochmal Keile drin oder halt auch so kleinere Bretter und kleine Balken. Ist wichtig, vor allem dann, wenn man auch mit Lufthebern arbeitet. Und hier hinten haben wir noch Radkeile, um ein Auto gegebenenfalls gegen Wegrollen zu sichern. Genau. So, wenn wir jetzt hier hinten weitergehen, haben wir hier noch ein Spineboard liegen. Und das ist für die Patientenrettung schon gedacht. Genau. Dann haben wir hier ein Halligentool liegen. Das ist einfach ein relativ robustes und starkes Hebelwerkzeug, um Türen mit einer Schnellöffnung zu öffnen oder eben Motorhauben, wenn sie sogar schon brennen, zu öffnen. Dann haben wir hier auch noch einen ganz normalen Handwerkzeugkasten, wie man es kennt. Wenn wir hier vorne weitergehen, haben wir unsere Verkehrsunfallskiste. Da sind so Sachen drin wie Spanngurte, das Glasmanagement und halt noch ein bisschen anderes Werkzeug, was man insbesondere beim Verkehrsunfall eben benötigt. Wenn wir jetzt weiter nach rechts gehen, wird es schon ein bisschen technischer. Hier haben wir so ein bisschen alles hydraulisches Schneidwerkzeug und die Rettungszylinder. Hier hinten haben wir noch eine Tasche mit einem Schneidkantenset. Das ist einfach, sind verschiedene Aufsätze. Wenn man am Auto die B-Säule oder die A-Säule abschneidet, entstehen ja Schnittkanten. Und da kann man eben dieses Schneidkantenset oben drüber machen. Da hat man eben keine gefährliche Oberfläche mehr und man kann sich nicht mehr verletzen. Das werden wir euch aber in einem der nächsten Videos alles nochmal genauer zeigen und erläutern. Hier vorne haben wir unseren Schwelleraufsatz für die Arbeit mit den Rettungszylindern. Dann geht es hier hinten weiter mit dem Kettensatz für unseren Spreizer. Und hier haben wir dann unser hydraulisches Schneidgerät, letztendlich bestehend aus Schere und Spreizer und eben nochmal eine Kabeltrommel.